Hallo Freunde, man kann sich schwer vorstellen, welchen Herausforderungen Kinder legendärer Sportler im wirklichen Leben ausgesetzt sind. Schließlich tragen sie neben einem luxuriösen Leben, ständigem Reisen und ihrem Erfolg unter Gleichaltrigen einer zunehmenden Aufmerksamkeit der Medien. He made the Blake, make the Blake face. Look, hey, look that way and do the Blake face. Öffentlichem Druck und einem völligen Mangel an Anonymität ausgesetzt. Daddy. Dazu erwartet man von ihnen immer etwas mehr. In unserem heutigen Video erzählen wir euch von Kindern berühmter Sportler, die mit ihren Talenten die Öffentlichkeit begeistern. Sie besitzen erstklassige Fähigkeiten und sind keinesfalls schlechter als ihre Eltern. Los geht's! Xavi Simons. Heute ist dieser charmante Typ die wahre Hoffnung von Barcelona. Mit seinen 16 Jahren ist er bereits um ein Vielfaches bekannter als sein Vater. Auf Instagram hat der junge Spieler bereits mehr als 1,5 Millionen Follower. Geboren wurde Xavi in Amsterdam in der Familie eines ehemaligen niederländischen Fußballspielers Regio Simons. Während seiner Karriere spielte sein Vater in den Niederlanden und war auch Trainer an der Ajax Academy. Es scheint, als würde Regio seinen Sohn zu Ehren des Ex-Kapitäns von Barca, Xavi Hernandez, nennen und dem Jungen auf diese Weise das Schicksal eines Fußballspielers vorausgesagt. Das kleine Wunderkind begann so früh seine herausragenden Fähigkeiten im Fußball zu demonstrieren, sodass er schon bald von katalanischen Trainern bemerkt wurde. Bereits im Alter von 7 Jahren zog Xavi von Galicien nach Barcelona, um an der Barça Youth Academy unter dem Namen La Masia zu studieren, wo er immer noch spielt. Doch was ist der Grund für den durchschlagenden Erfolg dieses jungen Spielers? Zunächst natürlich die Hoffnung der Barça-Fans, denn dies ist ihr Nachwuchsspieler. Zweitens seine außergewöhnlichen Fähigkeiten. Experten sagen, dass er in seinem jungen Alter bereits wie ein erfahrener Sportler mit dem Ball umgeht. Er kann mit fantastischen Dribblings mehrere Gegner mühelos hinter sich lassen und dann auch noch kaltblütig ein Tor schießen. Gleichzeitig neigt der Fußballspieler nicht dazu, auf dem Spielfeld zum Star zu werden und versucht nicht alles selbst zu machen. Auch in Torvorlagen zeigt er hervorragende Ergebnisse. Wird aus Xavi zum neuen Lionel Messi? Mal schauen. Cristiano Ronaldo Jr. Glaubt ihr daran, dass Talent vererbt werden kann? Dieser Junge beweist, dass dies möglich ist. Sein Vater muss nicht vorgestellt werden. Cristiano Ronaldo ist der zweitbestbezahlte Fußballspieler der Welt. In diesem Jahr wurde er vom argentinischen Fußballspieler Lionel Messi nach mehreren Jahren endlich überholt. In jedem Fall wird das jährliche Einkommen eines Fußballspielers auf etwa 109 Millionen US-Dollar geschätzt und es scheint, als würden seine Kinder alles haben, um ein glückliches Leben zu führen, ohne sich dabei viel anzustrengen. Aber nicht in dieser Familie. Als Cristiano Junior angefangen hat zu laufen, begann er bereits mit dem Ball herumzuspielen. Im Alter von 5 Jahren fing sein Vater mit ihm bereits über die Karriere eines professionellen Fußballspielers zu sprechen. Cristiano Ronaldo Jr. ist hier mein Papa. Es ist natürlich klar, dass viel Geld und ein gut spielender Vater nicht genug für eine erfolgreiche Karriere sind. Aus diesem Grund besteht sein Leben aus täglichem Training und einer strengen Tagesordnung. Der Vater möchte seinem Sohn nicht nur die fantastische Technik weitergeben, sondern arbeitet auch an seiner physischen Kraft, die Ronaldo selbst in diesem Alter nicht hatte. Bereits jetzt kann man Cristiano Junior in Aktion sehen. Seit seinem letzten Jahr spielt das 9-jährige Wunderkind für die Kindermannschaft des italienischen Clubs Juventus. Und das ziemlich erfolgreich. Allein in den ersten 5 Spielen erzielte er 19 Tore. Experten sind der Meinung, dass sein Spielstil dem seines Vaters ähnelt. Starker Schuss, eine blitzschnelle Reaktion und eine kreative Herangehensweise in Bezug auf Angriffe. Der Junge gibt zu, dass er davon träumt, genauso wie sein Vater zu werden. Er versucht sogar, die Stellung seines Vaters vor der Ausführung von Freistößen zu kopieren. Es ist anzumerken, dass Ronaldo trotz des Informationslärms um seinen Sohn immer noch versucht, ihn vor übermäßiger Aufmerksamkeit der Medien zu schützen. Mick Schumacher. Der weltweite Ruhm von Michael Schumacher ist so groß, dass sein Nachname für viele bereits zum Gattungsnamen und Synonym für schnelle Geschwindigkeiten und Reaktion geworden ist. Man kann sich schwer vorstellen, welch eine Belastung es für das Kind dem berühmten Rennfahrers ist. Schließlich möchte er in die Fußstapfen seines Vaters treten. Der 20-jährige Mick Schumacher scheint dem öffentlichen Druck jedoch nicht Rechnung zu tragen und macht sich selbstbewusst auf den Weg in die Formel 1. Er
hat weder Angst vor dem siebenfachen Meistertitel seines Vaters noch vor der Kritik von Profis. Heute tritt Mick erfolgreich in der Formel 2 auf und wird wahrscheinlich schon bald in die oberste Liga aufsteigen. Seine verantwortungsvolle Haltung gegenüber seiner Sportkarriere lässt sich anhand seiner eigenen Aussagen nachvollziehen. Nach dem letztjährigen Sieg in der europäischen Formel 3 hatte er bereits die Möglichkeit, sofort in die Formel 1 einzusteigen, entschied sich aber noch dafür, erst in die zweite Liga einzusteigen. Laut Mick ist ein schnelles Ergebnis nicht sein Ziel. Der Fahrer verbringt lieber mehr Zeit beim Training, um seine Fähigkeiten zu verbessern, als sich einem Risiko auf der Strecke auszusetzen. Während Skeptiker behaupten, dass Mick keine besonderen Talente hat, argumentieren Rennsportexperten, dass eine gemessene Eroberung der Rennwagen nur eine Frage der Taktik ist. Wer weiß, vielleicht werden sich Menschen in Zukunft bei der Erwähnung des Namens Schumacher ausgerechnet an Mick und nicht an Michael erinnern. Die Zeit wird es zeigen. Shaquille O'Neal. Auch wenn ihr euch nicht viel für Basketball interessiert, wisst ihr mit Sicherheit, wer Shaquille O'Neal ist. Dieser Riese mit einer Größe von 216 cm ist seit langem zu einem Symbol der NBA und des Basketballs geworden. Seine Karriere in zahlreichen Clubs wie Lakers, Miami Heat und Phoenix Suns sowie der US-amerikanischen Nationalmannschaft dauerte 19 Jahre und brachte ihm eine Vielzahl von Titeln und Weltruhm ein. Den Sohn der Legende des amerikanischen Basketballs, Shaquille O'Neal, erschreckte dies aber nicht. Auch wenn er mit 19 Jahren in einer regulären Universitätsmannschaft spielt, zieht er schon jetzt die Aufmerksamkeit der NBA auf sich. Übrigens zeigte der älteste Sohn von Shaquille nicht sofort Interesse am Basketball. Im jungen Alter hatte er mehr Spaß daran, Skateboard zu fahren. Mit 13 Jahren hat aber fest beschlossen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, weshalb man von ihm jetzt schon ernsthafte Ergebnisse erwartet. Das Einzige, was ihn daran hindern kann, sind seine gesundheitlichen Probleme. Letztes Jahr hatte der junge Spieler eine ganze Saison wegen einer Herzoperation verpasst. Laut seiner Mutter könnte die Krankheit ihn bei nicht rechtzeitiger Behandlung sogar töten. Heute nimmt er wieder aktiv an Trainings teil. Es bleibt aber nur zu hoffen, ob seine Gesundheit es ihm ermöglicht, zum Profibasketballer zu werden. Luca, Enzo, Theo und Elias Zidane. Der französische Spieler Zinedine Zidane ist auf der ganzen Welt bekannt. Mit der Nationalmannschaft ist der Fußballspieler zum Europa- und Weltmeister geworden und ist heute der Cheftrainer von Real Madrid, wo er von 2001 bis 2005 gespielt hat. Zidanes Familie ist die Verkörperung einer wahren Berufsdynastie. Alle vier Söhne beschlossen, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Schaut euch nur dieses Foto an. Scheuen weder Zeit noch Mühe. Der älteste, 24-jährige Enzo hat es bereits geschafft, im Schweizer Lausanne zu spielen und tritt heute im portugiesischen Verein Aves auf. Dennoch sind es für sein Alter noch recht bescheidene Leistungen. Es ist bekannt, dass der Verein den Spieler kostenlos erhalten hat und in dieser Meisterschaft der Primeira Liga die 14. von 18 Plätzen belegt hat. Das Management hofft jedoch, dass sich die Situation mit dem neuen Mittelfeldspieler verändern wird. Der 21-jährige Luca zeigt bessere Ergebnisse. Lange Zeit spielte er in der Jugendmannschaft von Real Madrid und ist heute bereits der Reservetorwart der Erwachsenenmannschaft und begeistert seine Fans mit fantastischen Paraden. Und schließlich die jüngsten Söhne von Zidane. Der 17-jährige Theo und der 13-jährige Elias spielen aktiv in der Akademie des Königlichen Clubs von Madrid. Experten weisen darauf hin, dass das Spiel aller vier Jungs bereits jetzt technisch dem Spiel ihres Vaters ähnelt. Außerdem spielen alle drei Söhne mit Ausnahme von Luca an derselben Position wie sein Vater. Das trägt zweifellos zu Diskussionen und Vergleichen des Talents dieser jungen Spieler mit den außergewöhnlichen Fähigkeiten ihres Vaters bei. Wie dem auch sei, von allen vier prophezeit man Lukas den größten Erfolg für seine blitzschnelle Reaktion und seine erstaunliche Technik. Es ist aber noch zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Zidane Senior hat sein Fußballtalent erst im Alter von 28 Jahren voll zur Geltung gebracht. LeBron Junior. Ein weiterer aufstrebender Star des jugendlichen und vielleicht sogar professionellen Basketballs ist der 14-jährige Sohn des Basketballspielers LeBron James von den Los Angeles Lakers, LeBron James Jr. In seinem Alter ist er einigen erwachsenen Spielern nicht nur in der Größe, sondern auch in der Technik bereits voraus.
Bereits im Alter von 13 Jahren führte er bereits in der Öffentlichkeit einen technisch fantastischen Dunking aus. Dieser Wurf gilt als einer der spektakulärsten im Basketball. Zu seiner Ausführung springt der Spieler auf und legt den Ball buchstäblich in den Korb. Im Jahr 2018 kam LeBron Jr. in die Liste der 25 besten Basketballspieler seiner Altersklasse. Dieses Jahr wechselte er in die Sierra Canyon School in Los Angeles, die auch Kinder des ehemaligen NBA-Spielers Scottie Pippen und Kenyon Martin besuchen. Dies ist eine der besten Basketballmannschaften der Sekundärschule des Landes. Es bleibt nur noch abzuwarten, bis die Jungtalente erwachsen werden und es der älteren Generation zeigen, was sie drauf haben. Kasper Schmeichel. Kasper Schmeichel war Millionen von Fußballfans noch lange vor seinem ersten Profispiel bekannt. Das Foto, auf dem er 1994 zusammen mit seinem Vater Peter, dem legendären Torhüter von Manchester und der dänischen Nationalmannschaft, den Premier League Cup hält, wurde in allen Zeitungen der Welt gedruckt. Auch dieser Junge beschloss, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, was heißt, lange im Schatten seines eigenen Vaters zu bleiben. Allmählich gelang es ihm jedoch, Anerkennung zu erlangen. Vor der Weltmeisterschaft 2018 wurde er als die Haupthoffnung der dänischen Nationalmannschaft bezeichnet. Und er hat wirklich einen großen Beitrag geleistet. Im Achtelfinale gegen Kroatien gelang es dem Torhüter, ganze 3 Elfmeter in nur einem Spiel zu halten. Das hat jedoch nicht geholfen, ins Viertelfinale zu kommen. Aber wer weiß, vielleicht stehen seine Hauptsiege noch bevor. Das war's für heute. Bis bald.